Weshalb konnte die CDU, ist meine erste Frage, dich 2008 aus dem Kabinett verdrängen, sodass du dann Fraktionsvorsitzender deiner Partei wurdest? Naja, ich habe mich mit dem Carstensen nicht so richtig gut vertragen, muss ich zugeben. Wobei eigentlich, ehrlich gesagt, hatte der mehr gegen mich als ich gegen ihn. Ich fand den, also als Nachbarn hätte ich das erduldet sozusagen. Ich fand halt jetzt, er hat den falschen Beruf. Und wir hatten diese große Koalition eben nach der Nichtwahl von Heide. Und in den ersten Tagen rief er mich ständig an, ich will mal eins sagen, ich bin hier der Chef. Als er mir das zum fünften Mal gesagt hat, ich sage, wissen Sie was? Das ist schon bezeichnend genug, dass Sie mir das dauernd erzählen. Aber das ist ganz einfach in der Koalition. Entweder einigen wir uns, dann haben wir eine Koalition, oder wir einigen uns nicht, dann haben wir keine. Ihre Vorstellung ist die vom Schleswig-Holstein, wo der Bauer mit dem Trecker nach Hause kommt und der Knecht macht das Hoftor auf und Sie denken, der Knecht kommt von der Sozialdemokratie, dann müssen Sie sich aber jemand anderen suchen. Das war so ein bisschen, da war der auch immer schnell beleidigt, weil ich mal gesagt habe, lieber ein eckiges Etwas als ein rundes Nichts. Er fühlte sich angesprochen, aber das ist ein Zitat von Friedrich Hebbel, also es ist eigentlich nicht ehrenrührig, das zu sagen. Und jedenfalls, wir vertrugen uns nicht. Und er hat alle möglichen Dinge losgetreten. Und wir haben uns oft gestritten, auch im Kabinett. Und dann hat er immer gesagt, es gibt diese anständigen sozialdemokratischen Minister und eben diesen Stegner. Die Leute in Schleswig-Holstein mochten das mit dem Streit auch nicht so richtig. Und ich dachte, 2009 sollten dann Wahlen sein. Irgendwie ist das so richtig gut auch nicht, als Minister im Kabinett Carstensen gegen den anzutreten. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Und dann wechselte ich tatsächlich in die Fraktion, wo der Fraktionsvorsitzende trug sich besser mit dem Spitzenamt. Und ich habe die Wahl dann zwar verloren 2009, aber die Tatsache, dass wir eben nicht nachgegeben haben, die CDU hatte schlecht verhandelt im Koalitionsvertrag und wollte dann ständig nachverhandeln, Studiengebühren, Atom, dieser ganze Käse, habe ich immer gesagt, unter Erwachsenen wird nicht nachverhandelt, sondern das ist so und habe da auch nicht nachgegeben. Und wir haben zwar die Wahl 2009 verloren, aber weil wir nicht nachgegeben haben, glaube ich, waren wir 2012 dann auch wieder zurück und sind eben nicht im Nirvana verschwunden wie manche SPD in manchem Landesverband. Also ich war Vertreter von, sagen wir mal, einer sehr selbstbewussten SPD und habe manchmal persönlich den Preis dafür ein bisschen bezahlt, weil die Leute eben einen so als Streithandel gesehen haben und wurde in den Medien auch so dargestellt, ich könnte nicht lachen und so. Ich ging zum Lachen in den Keller, was gar nicht stimmt, Sie sehen das ja, also oder hören es. Und so schlimm ist das gar nicht. Deine Lippen sind beim Lachen falsch, weißt du, die gehen leicht nach unten und das verstehen die miss. Ja, ich habe da auch so ein physiognomisches Problem wie die Merkel oder der Peer Steinbrück, die haben das ja auch. Aber ganz ehrlich, naja, sagen wir mal so rum, wenn ich jemanden konzentriert zuhöre, kann ich nicht gleichzeitig auch noch sagen, mich um den Oberkiefer kümmern. Der Schröder, wenn der ein rotes Licht auch nur ahnt, dann geht der automatisch nach oben. Das muss man können, ich kann das nicht. Das stimmt. Du kannst das auch besser. Na klar. Wie unterscheidet sich die Arbeit eines Fraktionsvorsitzenden in Opposition von der eines Fraktionsvorsitzenden in Regierungsverantwortung?